Bäckström auf Position 3 schon wieder. Dann kommt Hand, der ist überrundet. Und dann Albuquerque und Rockenfeller. Dann Prio eben. Der wird jetzt bald hier einbiegen. Riesenabstand. Ja, Prio frei. Und dann Spengler. Auf 8. Da haben wir sie. Und Prio, der hat auch das ein oder andere Mal in den Rückspiegel geguckt in den letzten Runden. Ja. So viel kann man sagen. Oh, das ist Edo Mortara. Der kann es nicht fassen. Prio in der abgelaufenen Runde nur eine 1:30:3 gefahren. Zur Erinnerung, sein Teamkollege führt das Rennen souverän an. Richtig. Ist klar, was hier los ist. Mal sehen, ob es Prio besser managt als Werner. Frei schaut hier auch schon mal. Okay. Kommt hier gut raus. Spengler zieht rein. Oh, oh, oh. Und was ist jetzt? Was macht Prio jetzt? Wow. Ja, das ist natürlich genau das. Prio blockiert da Rahel Frei. Fährt jetzt aber Frei. Ui, und jetzt gibt's Kontakt. Jetzt gibt's Kontakt, aber richtig. Und jetzt ist das aus für beide, glaube ich. Bald mal. Nein, es geht nochmal weiter. War nur die Räder, die da blockiert haben. Aber das war natürlich... Starkes Manöver. Stark gemacht von Prio. Keep pushing, Andy. Keep pushing now. Damage. Six more laps, keep pushing now. She has damage as well. You are in front, go, go, go. Ja, wollen wir hoffen, dass ja bei beiden sich nicht die Räder. Was sehen wir jetzt? Prio hält die Art gegen auf frei. Dachte ich zuerst, dass die sich da die Räder aufgeschlitzt haben, genau. So wie es da gequalmt hat. Aber offensichtlich geht's weiter. Und da sehen wir noch alles okay bei dir am Auto? Das erste Manöver, also das okay, ist natürlich, so, mach ihn fertig, hat sie gesagt. Also, es geht's hier ans Eingemachte. Sehr gut. Ja, hier ist noch was los. Übrigens, Rückstand, Spengler, 3 Punkte auf Paffett in der Meisterschaftswertung. Damals die Blitztabelle 127 zu 124 und Jamie Green, der ist aussichtslos zurück. Bleibt nur eine theoretische Chance. Und der Vorfall zwischen Prio und Frei. Ja, ich finde auch, dass das relativ hart war. Das muss man sich mal genau nochmal anschauen in der Rennleitung. Also beim Fußball würde man sagen, sperren ohne Ball. Genau. Und wir fragen mal nach bei Wolfgang Ulrich, was denn da das Problem ist bei den Audi. Ja, Dr. Wolfgang Ulrich, eine bärenstarke Vorstellung von Audi, aber zuletzt gerade 3 technische Ausfälle. Können Sie schon eine Erklärung geben? Ja, wir wissen es auch nicht genau, aber es schaut so aus, als würde es sich insbesondere beim Timo um eine Antriebswelle handeln. Die Szene eben mit Rahel Frey, wo es ja hart zur Sache gegangen ist. Wie haben Sie das gesehen? Ja gut, ich denke, die BMW-Jungs haben hier wirklich die unterste Schublade aufgemacht. Das ist in der WTCC vielleicht einmal so üblich gewesen, aber für die DTM sollten sie sich überlegen, ob das hierher passt. Werden Sie das Gespräch nochmal suchen drüben? Das werde ich ganz sicher, weil wie gesagt, unterste Schublade. Danke. Das sieht die Rennleitung genauso. Die hat einen Platztausch angeordnet. Prio muss frei vorbeilassen. Das also die Reaktion der Rennleitung auf dieses wirklich nicht sehr feine Manöver von Andy Prio, der sich dann natürlich in den Dienst von BMW gestellt hat, aber naja. Was er sagt, nächste Kurve, macht er das, wenn ich es richtig Rahel verstanden zur habe. Info, Prio muss dich vorbeilassen, Prio lässt dich vorbei. Also, doch nicht fertig machen. Der Zusammenhang war für mich jetzt nicht herzustellen. Ja, so doppel. Ja,
Doppelkommando, wie man sagt. Prio noch was erzählt, der will sich wohl nicht so richtig holen lassen, macht es jetzt aber. Aber hier eine gute Entscheidung auch von der Rennleitung, muss man sagen, hier den Platztausch wieder angeordnet. Ah, jetzt hören wir aus unserer Regie, die mit spitzen Ohren zugehört haben. Ralf hat gesagt, er hätte schon mal Platz gemacht, aber sie habe nicht aufgepasst. Rackel, lass dich nicht mehr nehmen. Und jetzt ist die Ansage klar, da muss man nicht viel mehr dazu sagen. Und Prio ist da ganz weit draußen. Ja gut, Prio kann ja im Grunde jetzt nochmal mit einem Manöver an ihr vorbeigehen. Natürlich. Jetzt ist der Racing angesagt. Und Bruno Spengler ist der Profiteur dieses Ganzen. Der hat sich da natürlich schön fein rausgehalten. Und sie hatten heute auch, wenn man so sagen kann, das Glück des Tüchtigen. Ich hätte nicht gedacht, dass nach der Durchfahrtsstrafe von seinem Frühstart es nochmal möglich ist, überhaupt in die Punkte zu fahren, geschweige denn auf Position 6. Aber durch die Ausfälle, Unfälle und auch die Schwäche. Eine gute Geschwindigkeit, muss man auch sagen. Und die Schwäche von Mercedes, auch klar. Und Joey Hand muss aufgeben. Das hat er natürlich auch gar kein Gesicht mehr. Krebste da auf dem letzten Platz herum, offensichtlich mit sehr angeschlagenem Fahrzeug nach dem Paffett-Unfall. Da bin ich übrigens jetzt mal auch immer gespannt auf seine Sicht der Dinge, was das Ding mit Paffett angeht. Da hat Paffett ja doch auch relativ selbstbewusst das Ganze gedeutet. Und Hand wäre ja jetzt, wenn ich richtig gezählt habe, auch schon der 7. Ausfall. Also hier hat man doch kräftigst die Federn lassen müssen. Ja, der Sturmwarnung hier in Valencia am Freitagabend. Folgt der Sturm hier auf der Strecke. Der Sturm draußen, der war schon. Schwere Unwetter hier ja gewesen, Freitag auf Samstagnacht. Und Augusto Farfus, der überrundet jetzt Susi Wolf. Und ist weiterhin auf Kurs zu seinem allerersten DTM-Erfolg. Dahinter wird es nochmal eng für Tambay, der jetzt den heißen Atem hier von Ekström zu spüren bekommt. Joey Hand beim Aussteigen, gerade zu sehen. Albuquerque, Rockefeller. David Coulthard ist der beste Mercedes und er holt hier ein Pünktchen. Ja, vielleicht holt er ein Pünktchen. Schauen wir doch mal hier. Das haben wir jetzt hier aus den Augen verloren und Sie sehen, wie der Vorsprung von Coulthard schmilzt. Ich denke, Coulthard wird sein Pünktchen abgeben müssen. Da denkt sich Mercedes, was BMW kann, können wir schon lange. Tempoverschleppung und den Meisterschaftsführenden ein bisschen unter die Arme greifen. Sicherlich verständlich in diesem Fall in der Meisterschaft. Ja. Also vielleicht noch ein Pünktchen zumindest für Jamie Green. Mehr ist nicht drin. Aber es sind auch nur noch ein paar Runden. Da gehen ihnen die Meter mal langsam aus. Jetzt muss Coulthard eigentlich mal richtig auf die Bremse gehen. Da bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Farfus, dann 4 Audi, dann Spengler, Frei, Prio, Werner und dann dieses Duo, das wir hier sehen, Coulthard und Green. Ganz schwarzer Tag für Mercedes. Das vielleicht schlechteste Rennwochenende in der DTM für Mercedes insgesamt. Kann mich nicht erinnern, sowas jemals gesehen zu haben, dass Gerhard Ungers Autos und auch natürlich die der anderen Teams so schlecht unterwegs waren. Können sie sich berappeln bis Hockenheim? Das ist die große Frage. 3 Wochen haben sie Zeit bis zum großen, bis zum spannenden Finale einer überraschenden, einer actionreichen DTM-Saison mit teilweise harter Gangart, vor allem in den ersten Runden, die haben wir auch heute wieder gesehen. Und die wird enden, diese Saison, mit einem Zweikampf, mit einem packenden Zweikampf zwischen Gary Paffett und Bruno Spengler. Und das ist Jamie Green, der ist auch noch ein bisschen dabei, der holt jetzt noch ein Pünktchen dazu, weil David Coulthard ihn vorbeilässt. Vollbremsung des Schotten, mehr oder weniger. Und in der Markenwertung, Manuel, würde, wenn es jetzt so zu Ende gehen sollte, auch die Mercedes die Führung verlieren
gegen Audi. Da würde Audi nämlich auf 299 Punkte kommen. Fafus ist durch. Augusto Fafus holt den ersten DTM-Sieg eines Brasilianers. Tambi. Thank you, Augusto! Ja, dazu muss man nicht viel sagen. Adrian Tombe, da ist Liri, seine Frau. Die sprintet, um ihn in Empfang zu nehmen. Ihren Gustl, ihren Augusto Fafus. Tombe, erstes Podiumsergebnis, zweiter Platz, ganz stark. Ekström zurück auf dem Podium und Spengler, Daumen hoch. Was eine Leistung von Bruno Spengler. Erst war er zu schnell, Millisekunden zu schnell. Und dann war er richtig schnell. Hat Hilfe bekommen, strategische Hilfe vom Team. Und hat hier die Punkte geholt, die er sich erhofft hat. Liegt nur noch 3 Punkte hinter Paffett vor dem Finale in Hockenheim. Jamie Green holt ein Pünktchen mit stumpfer Waffe. Hat noch theoretische Chancen auf den Titel. 18 Punkte ist er zurück hinter Paffett. Und Wolfgang Ulrich und Audi, sie haben den Sieg nicht geholt, aber die Mannschaftsleistung, und genau darüber wollen sie kommen, die war super. Und da ist sie. Ja, Audi hat damit die Führung in der Markenwertung übernommen. 3 Punkte, 299 gegen 296 Mercedes. Also wirklich rabenschwarzes Wochenende hier für die Stuttgarter. Und jetzt kommt nochmal eine Slow-Mo. Eine Wiederholung von diesem Frühstart. Ja, da haben wir es. Eindeutig zu sehen, unten links. Bruno Spengler. Er hat gesagt, ich war's nicht, ich habe nichts gemacht. Ja, doch. Ja. Aber das wird er jetzt verschmerzen können. Was wäre möglich gewesen? Wenn, hätte, wenn und aber. Also ich glaube, über diesen Ausgang kann sich BMW wirklich nicht beschweren. Definitiv. Und jetzt warten wir auf eine brasilianische Fiesta hier in Valencia. Augusto Fafus. Und der erste Sieg eines Brasilianers in der DTM. Vierter BMW-Erfolg der Saison im 9. Rennen. Was für eine Bilanz. Und sie können auch gewinnen, wenn nicht Spengler vorne steht. 3-mal hat Spengler bislang gewonnen. Jetzt zum ersten Mal Fahrfuß vorne. Und die Tristesse des Sterns ist schon hinreichend besprochen. Da ist Schumacher, der ist auch richtig aufgebracht. Macht da den Scheibenwischer. Seines Kindes hat er verpasst, weil er Testfahrten machen musste, weil er dieses Auto mitentwickeln musste. Seine Frau allein in Brasilien entbunden. Und jetzt hat sich doch alles gelohnt. Bart Mampa, sein Teamchef. Ah.
Matthias Ekström ist zurück auf dem Podium und Adrian Tombe, das ist der zweite große Gewinner. Hans Jungabt, sein Teamchef, er hat gesagt, ich glaube an den Jungen. Der hat zwar noch nicht viel erreicht in seiner bisherigen Motorsportkarriere, aber wir nehmen den. Wir arbeiten mit dem. Der war von Anfang an schnell und im 9. Rennen fährt er aufs Podium. Und nur einer ist schneller. Augusto Fafus. Grande, grande. Und wir hören mal nach, was der Sieger denn so zu sagen hat. Well done, Fafus. DTM im Ersten. Das war rasante Unterhaltung mit Aral Ultimate, dem Kraftstoff der DTM. Hankook, dem Reifen der DTM. Und Bosch, dem Motormanagement der DTM. Und da ist er, der Sieger. There he is, the happiest da man ist er, on the planet today. Der glücklichste Mensch auf dem Planeten. Was für eine Emotion. Wie war das? Oh, das war ganz schwierig. Die letzte halbe Runde, ich habe die ganze Zeit geflennt. Das ist so ein Privileg, hier zu gewinnen in der DTM in der ersten Saison. Das habe ich gar nicht erwartet. But it's amazing. Es ist unfassbar. Ich bin so glücklich. Und hier mit den ganzen Jungs, die mir alle helfen. Oh, das Auto war so schön. Es war so schön, das Rennen. And right away the kiss for your wife. Und dann what's der Kuss going on tonight here with für your BMW team? Ihre what's Frau. Going on back home was passiert Brazil? Jetzt hier mit Ihrem Team heute Abend? Was ist in Brasilien los? Wir werden feiern natürlich. Wir haben das zum ersten Mal geschafft. Der erste Sieg für das Team mit meiner Frau. Hier, dass sie hier ist, dass meine Tochter hier ist, das ist großartig. Meine Familie in Brasilien wird feiern. Ich schicke einen Kuss an alle, die mir alle geholfen haben. Danke. Vielen Dank, Augusto. Klaus Lufen, bitte. Ja, und hier im Parc Fermé, da wo wir sonst nie sind, meine Damen und Herren, da gilt das Motto vom Team Radio von Bruno Spengler heute. Wie hieß es da? Erst fahren, dann diskutieren. Und das machen wir jetzt ausgiebig, zum Beispiel mit Jamie Green. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie es überlebt haben heute hier. Das war eine schwierige Geschichte für alle Mercedes-Fahrer, auch für Sie heute, ja? Ja, genau, ja. Mein Rennen da hat zu viel Aktion heute. Erste Runde war unglaublich schlecht für mich. Ich war raus von der Strecke zweimal oder so. Und dann, ja, mein Pace war nicht so schlecht, aber von meinem ersten Pitstop-Ausgang, ich hatte ein bisschen Failure. Ich war ein bisschen weit. Und da fehlte der Grip. Und dann, ich hatte das... Das Drive-Thru-Penalty und das war ja nicht gut für mich. Sie sind immer noch im Meisterschaftsrennen, aber ganz weit hinten dran. Für Hockenheim heißt einfach locker reingehen. Ja, weil die anderen zwei müssen ausfallen. Ja, Gary hat einen schlechten Tag und ich hatte einen Punkt heute. Bruno war P6, ich glaube. Und ja, das ist still möglich und wir kämpfen bis die letzte Runden. So sind wir das von Briten gewöhnt. Dankeschön. Jamie Green, dann hören wir mal den Chef Norbert Haug. Der muss, glaube ich, ziemlich sauer sein heute bei Heiko Neumann. Ja, Norbert Haug, viel nehmen Sie nicht mit aus Valencia nach Hockenheim. Es sind nur noch 3 Bund frei. Ja, ich finde auch, dass das relativ hart war. Das muss man sich mal genau nochmal anschauen in der Rennleitung. Also beim Fußball würde man sagen, sperren ohne Ball. Genau. Und wir fragen mal nach bei Wolfgang Ulrich, was denn da das Problem ist bei den Audi. Ja, Dr. Wolfgang Ulrich, eine bärenstarke Vorstellung von Audi, aber zuletzt gerade 3 technische Ausfälle. Können Sie schon eine Erklärung geben? Ja, wir wissen es auch nicht genau, aber es schaut so aus, als würde es sich insbesondere beim Timo um eine Antriebswelle handeln. Die Szene eben mit Rahel Frey, wo es ja hart zur Sache gegangen ist. Wie haben Sie das gesehen? Ja gut, ich denke, die BMW-Jungs haben hier wirklich die unterste Schublade aufgemacht. Das ist in der WTCC vielleicht einmal so üblich gewesen, aber für die DTM sollten Sie sich überlegen, ob das hierher passt. Werden Sie das Gespräch nochmal suchen drüben? Das werde ich ganz sicher, weil wie gesagt, unterste Schublade. Danke. Das sieht die Rennleitung genauso. Die hat einen Platztausch angeordnet. Prio muss frei vorbeilassen. Das also die Reaktion der Rennleitung auf dieses wirklich nicht sehr feine Manöver von Andy Prio, der sich dann natürlich in den Dienst von BMW gestellt hat, aber naja. Was er sagt, nächste Kurve, macht er das?
wenn ich es richtig verstanden habe. Rachel, zur Info, Prio muss dich vorbeilassen. Prio lässt dich vorbei. Also, doch nicht fertig machen. Der Zusammenhang war für mich jetzt nicht herzustellen. Ja, Doppelkommando, wie man sagt. Prio noch was erzählt, der will sich wohl nicht so richtig holen lassen, macht's jetzt aber. Aber hier eine gute Entscheidung auch von der Rennleitung, muss man sagen, hier den Platztausch wieder angeordnet. Ah, jetzt hören wir aus unserer Regie, die mit spitzen Ohren zugehört haben. Ralf hat gesagt, er hätte schon mal Platz gemacht, aber sie habe nicht aufgepasst. Rachel, lass dir es nicht übernehmen. Und jetzt ist die Ansage klar, da muss man nicht viel mehr dazu sagen. Und Prio ist da ganz weit draußen. Ja gut, Prio kann ja im Grunde jetzt nochmal mit einem Manöver an ihr vorbeigehen. Natürlich. Jetzt ist der Racing angesagt. Und Bruno Spengler ist der Profiteur dieses Ganzen. Der hat sich da natürlich schön fein rausgehalten. Und sie hatten heute auch, wenn man so sagen kann, das Glück des Tüchtigen. Ich hätte nicht gedacht, dass nach der Durchfahrtsstrafe von seinem Frühstart es nochmal möglich ist, überhaupt in die Punkte zu fahren, geschweige denn auf Position 6. Aber durch die Ausfälle, Unfälle und auch die Schwäche. Eine gute Geschwindigkeit. Im Finale einer überraschenden, einer actionreichen DTM-Saison mit teilweise harter Gangart, vor allem in den ersten Runden, die haben wir auch heute wieder gesehen. Und die wird enden, diese Saison, mit einem Zweikampf, mit einem packenden Zweikampf zwischen Gary Paffett und Bruno Spengler. Und das ist Jamie Green, der ist auch noch ein bisschen dabei, der holt jetzt noch ein Pünktchen dazu, weil David Coulthard ihn vorbeilässt. Vollbremsung des Schotten, mehr oder weniger. Und in der Markenwertung, Manuel, würde, wenn es jetzt so zu Ende gehen sollte, auch die Mercedes die Führung verlieren gegen Audi. Da würde Audi nämlich auf 299 Punkte kommen. Fafus ist durch. Augusto Fafus holt den ersten DTM-Sieg eines Brasilianers. Tambi. Thank you, Augusto! Ja, dazu muss man nicht viel sagen. Adrian Tombe, da ist Liering, seine Frau. Die sprintet, um ihn in Empfang zu nehmen. Ihren Gustl, ihren Augusto Fafus. Tombe, erstes Podiumsergebnis, zweiter Platz, ganz stark. Ekström zurück auf dem Podium und Spengler, Daumen hoch. Was eine Leistung von Bruno Spengler. Erst war er zu schnell, Millisekunden zu schnell und dann war er richtig schnell. Hat Hilfe bekommen, strategische Hilfe vom Team und hat hier die Punkte geholt, die er sich erhofft hat. Liegt nur noch 3 Punkte hinter Paffett vor dem Finale in Hockenheim. Jamie Green holt ein Pünktchen mit stumpfer Waffe. Hat noch theoretische Chancen auf den Titel. 18 Punkte ist er zurück hinter Paffett. Und Wolfgang Ulrich und Audi, sie haben den Sieg nicht geholt, aber die Mannschaftsleistung, und genau darüber wollen sie kommen, die war super. Und da ist sie. Ja, Audi hat damit die Führung in der Markenwertung übernommen. 3 Punkte, 299 gegen 296 Mercedes. Also wirklich rabenschwarzes Wochenende hier für die Stuttgarter. Und jetzt kommt nochmal eine Slow-Mo. Eine Wiederholung von diesem Frühstart. Ja, ja, da haben wir es. Eindeutig links zu unten sehen, unten links. Bruno Spengler. Er hat gesagt, ich war's nicht, ich habe nichts gemacht. Muss man auch sagen. Und die Schwäche von Mercedes, auch klar. Und Joey Hand muss aufgeben. Das hat er natürlich auch gar kein Gesicht mehr. Krebste da auf dem letzten Platz herum, offensichtlich mit sehr angeschlagenem Fahrzeug nach dem Paffett-Unfall. Da bin ich übrigens jetzt mal auch immer gespannt auf seine Sicht der Dinge, was das Ding mit Paffett angeht. Da hat Paffett ja doch auch relativ selbstbewusst das Ganze gedeutet.
Und Hand wäre jetzt, wenn ich richtig gezählt habe, auch schon der 7. Ausfall. Also hier hat man doch kräftigst die Federn lassen müssen. Ja, der Sturmwarnung hier in Valencia am Freitagabend folgt der Sturm hier auf der Strecke. Der Sturm draußen, der war schon. Schwere Unwetter hier ja gewesen, Freitag auf Samstag Nacht. Und Augusto Farfus, der überrundet jetzt Susi Wolf und ist weiterhin auf Kurs zu seinem allerersten DTM-Erfolg. Dahinter wird es nochmal eng für Tambe, der jetzt den heißen Atem hier von Ekström zu spüren bekommt. Joey Hand beim Aussteigen, gerade zu sehen. Albuquerque, Rockenfeller. David Coulthard ist der beste Mercedes und er holt hier ein Pünktchen. Ja, vielleicht holt er ein Pünktchen. Schauen wir doch mal hier. Das haben wir jetzt hier aus den Augen verloren und Sie sehen, wie der Vorsprung von Coulthard schmilzt. Ich denke, Coulthard wird sein Pünktchen abgeben müssen. Da denkt sich Mercedes, was BMW kann, können wir schon lange. Tempoverschleppung und den Meisterschaftsführenden ein bisschen unter die Arme greifen. Sicherlich verständlich in diesem Fall in der Meisterschaft. Ja. Also vielleicht noch ein Pünktchen zumindest für Jamie Green. Mehr ist nicht drin. Aber es sind auch nur noch ein paar Runden, da gehen ihnen die Meter mal langsam aus. Jetzt muss Coulthard eigentlich mal richtig auf die Bremse gehen. Da bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Farfus, dann vier Audi, dann Spengler, Frei, Prio, Werner und dann dieses Duo, das wir hier sehen, Coulthard und Green. Ganz schwarzer Tag für Mercedes. Das vielleicht schlechteste Rennwochenende in der DTM für Mercedes insgesamt. Kann mich nicht erinnern, sowas jemals gesehen zu haben. Dass Gerhard Ungers Autos und auch natürlich die der anderen Teams so schlecht unterwegs waren. Können sie sich berappeln bis Hockenheim? Das ist die große Frage. Drei Wochen haben sie Zeit. Bis zum Großen. Bis zum Spannenden. Ja, doch. Ja. Aber das wird er jetzt verschmerzen können. Was wäre möglich gewesen? Wenn, hätte, wenn und aber. Also ich glaube, über diesen Ausgang kann sich BMW wirklich nicht beschweren. Definitiv. Und jetzt warten wir auf eine brasilianische Fiesta hier in Valencia. Augusto Farfus. Und der erste Sieg eines Brasilianers in der DTM. Vierter BMW-Erfolg der Saison im 9. Rennen. Was für eine Bilanz. Und sie können auch gewinnen, wenn nicht Spengler vorne steht. Dreimal hat Spengler bislang gewonnen. Jetzt zum ersten Mal Farfus vorne. Und die Tristesse des Sterns ist schon hinreichend besprochen. Da ist Schumacher, der ist auch richtig aufgebracht. Macht da den Scheibenwischer. Geburt seines Kindes hat er verpasst, weil er Testfahrten machen musste, weil er dieses Auto mitentwickeln musste. Seine Frau allein in Brasilien entbunden und jetzt hat sich doch alles gelohnt. Bart Mampa, sein Teamchef.
Matthias Ekström ist zurück auf dem Podium und Adrian Tombe, das ist der zweite große Gewinner. Hans Jungabt, sein Teamchef, er hat gesagt, ich glaube an den Jungen. Der hat zwar noch nicht viel erreicht in seiner bisherigen Motorsportkarriere, aber wir nehmen den. Wir arbeiten mit dem. Der war von Anfang an. Ekström auf Position 3 schon wieder. Dann kommt Hand, der ist überrundet. Und dann Albuquerque und Rockenfeller. Dann Prio eben. Der wird jetzt bald hier einbiegen. Riesenabstand. Ja, Prio frei. Und dann Spengler. Auf 8. Da haben wir sie. Und Prio. Der hat auch das ein oder andere Mal in den Rückspiel geguckt in den letzten Runden. Ja. So viel kann man sagen. Oh, das ist Edo Mortara. Der kann es nicht fassen. Prio in der abgelaufenen Runde nur eine 1:30:3 gefahren. Zur Erinnerung, sein Teamkollege führt das Rennen souverän an. Richtig. Ist klar, was hier los ist. Mal sehen, ob es Prio besser managt als Werner. Frei schaut hier auch schon mal. Okay. Kommt hier gut raus. Spengler zieht rein. Oh, oh, oh. Und was ist jetzt? Was macht Prio jetzt? Oh. Ja, das ist natürlich genau das. Prio blockiert da Rahel Frei. Fährt jetzt aber frei. Ui, und jetzt gibt's Kontakt. Jetzt gibt's Kontakt, aber richtig. Und jetzt ist das aus für beide, glaube ich. Bald mal. Nein, es geht noch mal weiter. War nur die Räder, die da blockiert haben. Aber das war natürlich... Starkes Manöver. Stark gemacht von Prio. Keep pushing, Andy. Keep pushing now. Six more laps. Keeps pushing. Keep pushing now. She has damage as well. You are in front, go, go, go. Da wollen wir hoffen, dass ja bei beiden sich nicht die Räder... Was sehen wir jetzt? Prio hält die Art gegen Aufrei. Ja, dachte ich zuerst, dass die sich da die Räder aufgeschlitzt genau. haben, so wie es da gequalmt hat. Aber offensichtlich geht's weiter. Und da sehen wir noch mal... Alles okay bei dir am Auto? Das erste Manöver, also... Das okay, ist natürlich. Super, so. Mach ihn fertig, hat sie gesagt. Also, es geht's hier ans Eingemachte. Sehr gut. Ja, hier ist doch was los. Übrigens, Rückstand: Spengler 3 Punkte auf Paffett in der Meisterschaftswertung. Damals die Blitztabelle 127 zu 124 und Jamie Green, der ist aussichtslos zurück. Bleibt nur eine theoretische Chance. Und der Vorfall zwischen Prio